Schöner Durchstecker auf Seis. Nimmt den Kontakt auf, geht an die Linie. Chance zum Dreipunktspiel. Das ist mir beim Hernan Gomez aufgefallen. Ist schon jemand, der auch wenn er den Ball im Rücken zum Korb hat, schön die freien Leute sieht und da auch die entsprechenden Pässe spielen kann. Heutzutage muss für einen Center der europäischen Spitzenklasse. Er muss selber scoren können, er muss die anderen Leute einsetzen können. Also muss das ganze Spielfeld überblicken in irgendeiner Form, um natürlich um mit dabei zu sein. Ne? Und diese Kleinigkeiten, die machen natürlich dann auch... Schönes Anspiel auf Seis. Die Big Men im Zusammenspiel. Hernan Gomez. Spanier halten das auf 10 Marino, gerade. Schönes Anspiel auf Seis. Auch eine schöne Bewegung. Ja, wirklich. Aber wenn sie nur Körper austauschen. Nikola Rebic jetzt dabei, während Seis die ersten Punkte für die Spanier macht. Erben, schönes Anspiel von Holmes. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass er nur die unspektakulären Dinge macht, dann vergessen Sie das bitte. Aber die Spanier halten das so. Javier Marino, schönes Anspiel auf Seis. Auch eine schöne Bewegung. Ja, wirklich. Latino-Juan, Juan, 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 Ju